Hi, du leidest wahrscheinlich unter Bindungsangst oder möchtest herausfinden, ob du von Bindungsangst betroffen bist und natürlich auch, wie du es löst. Und genau das erfährst du in diesem Video. Bindungsangst hat nicht immer damit zu tun, das wirst du auch merken, dass du gar keine Beziehung willst, sondern nein, im Gegenteil, du möchtest eigentlich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise eine Beziehung haben, aber sobald es irgendwie enger wird und mehr Nähe entsteht, dann gehst du raus, dann bekommst du irgendwie eine Angst, Panik, enge Gefühl, oft ist auch fühlbar hier im Körper und dann gehst du raus aus dem Kontakt, du distanzierst dich. Typische Anzeichen sind einmal, dass du eben genau diese emotionale Nähe vermeidest. Das heißt, du redest nicht über das, was dich wirklich bewegt, du zeigst deine Gefühle nicht, du sprichst nicht über deine Gefühle, über deine Bedürfnisse, was dir wichtig ist. Es kann auch sein, dass du körperliche Nähe nicht zulässt, denn natürlich entsteht über den Austausch von Körperlichkeit auch eine gewisse emotionale Nähe. Es kann sein, dass das am Anfang der Beziehung sozusagen gut klappt, aber sobald es so ein bisschen mehr in Richtung, ja, es ist irgendwie fest und es ist sogar vielleicht sogar was Langfristiges, du dann merkst, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr auf Sex. Es kann aber auch sein, dass es erst gar nicht dazu kommt, schon in der Datingphase irgendwie schwierig wird, weil, und das ist auch ein Anzeichen, dir irgendwie gewisse Sachen gar nicht so wirklich gefallen. Sei es irgendwie das Aussehen, da stimmt irgendwas nicht, die Nase ist krumm und schief oder irgendwie sind so Kleinigkeiten, die dir auffallen. Also das Negative fällt dir auf und das hält dich natürlich davon ab, mit der Person in Kontakt zu kommen. Das ist aber häufig auch eben eine unbewusste Selbstsabotage, um eben der Person nicht näher zu kommen, weil meistens sind das nicht wirklich wichtige Dinge. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist, dass du, sobald es da irgendwie in Richtung Commitment geht, so wir sind fest zusammen, wir lernen die Familie kennen, wir ziehen zusammen, oh mein Gott, wir heiraten, nein, also das schon mal gar nicht, ja, also alles, was irgendwie in Richtung Verpflichtung, man kümmert sich mit um den anderen, man lernt auch die Freunde fester kennen, all das wird vermieden oder sorgt zumindest erstmal bei dir für innere Panik und du gehst wieder auf Abstand, du gehst wieder zurück und ziehst dich auch zurück. Ja, und du hast ein ganz, ganz starkes, auch ein sehr deutliches Anzeichen von Autonomie. Also du brauchst deine Freiheit. Das ist mein Hobby, das ist mein Leben, das sind meine Freunde, ich brauche Zeit für mich, misch dich da bloß nicht ein, das ist meins. So Kompromisse, nee. Also ich brauche meine Unabhängigkeit. Ich brauche wirklich viel Zeit und das wird auch gerne von Anfang an betont. Ein weiteres Anzeichen ist, und das ist leider oft unbewusst, dass du eigentlich Lust hast, irgendwie in eine Beziehung einzugehen, aber dass es nicht so richtig klappt. Ja, also dass du dich irgendwie sabotierst. Sei es, dass du vielleicht keine Lust empfindest auf die Person, sei es, dass du immer wieder an Menschen gerätst, die falsch sind, die schon vergeben sind, die irgendwie eigentlich gar nicht passen, aber du verliebst dich halt nur in diese. Und das ist etwas, das ist ein unbewusster Mechanismus, ne? Wo man dann sagt, okay, dir ist eigentlich klar, ich will eine Beziehung, aber irgendwie klappt das nicht so richtig und ich weiß gar nicht warum. Irgendwie ist da immer was falsch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du, wenn du mal tief reinspürst, innerlich auch oft so ein Gefühl hast von, ich bin halt eh nicht gut genug. Ja, also das reicht nicht. Oder aber du denkst, die andere Person ist nicht gut genug. Ein weiteres Zeichen ist, dass du dich auf gar keinen Fall, das geht ja in Richtung emotionale Nähe, verletzlich machen möchtest. Das heißt, mal sagen, was dich stört oder was dich verletzt hat, das machst du auch nicht. Ne? Du hältst halt wirklich wie so eine Art Abstand. Und dadurch kommst du nie in diesen wunderbaren Genuss von einer intimen Beziehung. Und das willst du auf eine gewisse Art und Weise auch gar nicht. Und du fühlst dich eben sehr schnell eingeengt. Das Blöde ist, du merkst halt, du guckst dieses Video, weil du wahrscheinlich eigentlich eine Bindung möchtest. Deshalb mal die Frage, woher kommt das Ganze? Das Ganze kommt natürlich aus deiner Kindheit. Schau dir gerne das Video an zum vermeidenden Bindungsstil, da habe ich es auch nochmal erklärt. Du hattest wahrscheinlich eine Bezugsperson, die entweder mit Angst irgendwie besetzt war oder mit Schmerz. Das heißt, Bindung ist irgendwo immer mit Schmerz und Angst verbunden. Wann passiert das? Dann, wenn man sich nicht um deine Bedürfnisse und deine Gefühle kümmert. Das heißt, wenn du irgendwie alleine gelassen wirst, wenn du nicht gesehen wirst, wenn du das Gefühl hast, nicht gewollt zu sein. Es kann aber auch sein, dass
dass alles einigermaßen gut gelaufen ist. Deine Eltern haben sich vor allen Dingen halt die Mutter, wenn es deine Bezugsperson war, sehr gut um dich gekümmert. Die haben dich betüttelt, die haben sich um deine Gefühle gekümmert. Und dann kommt bei jedem Kind, kommt dann die Phase der Autonomie. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind ausprobiert, macht und tut und die Welt entdeckt und auch so ein bisschen trotzig wird, die Trotzphase. Und dann kann es sein, dass die Mutter weiter klammert, dich einengt und dich nicht lässt. Das heißt, du wirst in deiner Autonomie eingeschränkt. So, ja, Mama hat dich ja dann, du hast ja die Mama gar nicht mehr lieb, wenn du die anderen Sachen für dich machst. Das heißt, du wirst irgendwo weiterhin betüttelt, du wirst nicht freigelassen. Und das beides führt eben dazu, dass das Bindung nicht positiv konnotiert ist und dass eben entweder das mit so einem engen Gefühl und mit so einem, das fühlt sich irgendwie alles sehr eng und belastend an, oder aber mit, wenn ich mich auf Nähe einlasse, dann könnte wieder Schmerz passieren. Vielleicht verlässt die Person mich wieder. Es ist häufig gekoppelt, also häufig steckt hinter Bindungsangst übrigens auch Verlustangst. Und das ist irgendwie mit Schmerz verbunden, mit etwas, was nicht gut ist. Wenn ich mich öffne, werde ich eh wieder verletzt. Ja, also lasse ich es irgendwie. Wenn ich meine Gefühle zeige, werden die eh ignoriert. Wenn ich meine Bedürfnisse zeige, dann werden die auch ignoriert. Wenn ich Grenzen setze, Autonomie, auch das wird irgendwie ignoriert. Das heißt, es ist alles schwierig und daher kommt das. Und du merkst, das sitzt tief, das sitzt sehr tief. Und deshalb reicht es auch nicht, sich das einfach mal so zu bewusst zu machen. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Sondern es ist ganz wichtig, diese Ursprungserfahrungen emotional zu entladen, so nenne ich das mal. Ja, das heißt, du gehst wirklich rein, du verstehst, wo das entstanden sind, was sind so Schlüsselsituationen und dann versuchst du das, also versuchen ist gut, dann entlädst du das emotional. Denn natürlich kannst du dir kognitiv sagen, guck mal, an einer Beziehung ist ja gar nichts dabei. Ich kann natürlich meine Grenzen setzen und Bindung ist eigentlich auch was ganz Schönes, aber du merkst ja selber, das funktioniert nicht. Weil sobald Gefühle entstehen in deiner Beziehung, es so ein bisschen tiefer und intimer wird oder es irgendwie in Richtung Beziehung halt gehen könnte, rutschst du wieder, ich sag mal, in diesen Anteil oder in diese innere Kindposition, die sich so fühlt wie damals. Und zwar nicht gut. Und das lässt dich automatisiert eben diese ganzen Strategien, die ich gerade am Anfang genannt habe, abspulen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an dieser Stelle einmal, ich habe weitaus mehr als 30 Menschen genau mit diesem Thema Verlust und auch Bindungsangst geholfen. Und das geht für dich auch. Du kannst diese alten Situationen emotional entladen, du kannst neue Glaubenssätze entwerfen und du kannst auch lernen, in Beziehung zu gehen, Grenzen zu setzen und trotzdem eine Bindung einzugehen. Wenn du das gerne möchtest, trag dich gerne unten ein. In der Infobox ist der Link zum kostenlosen Strategiegespräch. Weitere wichtige Punkte sind, dass du ganz stark an deinem Selbstwert arbeitest, dass du erkennst, dass du ein wundervoller Mensch bist mit ganz tollen Gaben und Stärken und dass du wertvoll bist und dass du es auch wert bist, geliebt zu werden, gesehen zu werden, in deinen Bedürfnissen wahrgenommen zu werden und auch, dass man dich mit deinen Grenzen akzeptiert. Du bist wertvoll. Das zu verstehen, da gibt es viele Übungen, da gibt es auch wieder diese Schlüsselsituationen, wo man eben gemerkt hat, dass man es gemerkt hat, dass man es nicht ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist eben, häufig ist dein Emotionserleben entweder sehr, ich sag mal, low, ja, also du hast wenig Zugang zu deinen Gefühlen, du spürst die kaum. Dann ist natürlich der Punkt zu lernen, überhaupt erstmal zu fühlen, ja, zu gucken, was steckt hinter der Enge, ist es diese Angst, ist es Angst vor Kontrollverlust, ist es vielleicht auch ein tief sitzender Schmerz, das alles auch hochzuholen und zu verarbeiten und auch die Emotionen zu regulieren. Und dann im zweiten Schritt auch auszudrücken. Weil nur in einer Beziehung, wo das gelebt wird und wo du eben erfährst, okay, ich mit meinen Grenzen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Gefühlen, mit meinem So-Sein, wie ich authentisch bin, da werde ich halt gewollt und akzeptiert und geliebt, dann kannst du es erst richtig, richtig gut heilen. Ist ja auch logisch. Du musst halt neue Bindungserfahrungen machen. Um die alten, ich will nicht sagen zu überschreiben, die sind halt einfach passiert, aber neue Erfahrungen sind wichtig, um eben auch neue Glaubenssätze zu entwerfen und das Alte eben zu verarbeiten. Das sind ganz wichtige Punkte. Also alte Geschichten, so nenne ich das immer, emotional entladen und verarbeiten, ganz essentiell wichtig in der Tiefe mit Einbezug deines Körpers, nicht nur des Kopfes, also nicht nur Gespräche bitte. Das zweite ist den Selbstwert steigern. Das dritte ist Emotionen regulieren lernen, erstmal fühlen lernen. Und wenn das
gelingt, dann gehst du auch in Bindung. Du wirst ja immer bewusster, okay, wo sabotiere ich mich gerade selber, wo gehe ich auf Distanz? Und dann gehst du die Schritte, trotzdem du vielleicht noch die Angst spürst, aber du weißt, okay, das ist mein inneres Kind, das ist mein innerer Anteil und ich als Erwachsene, das ist 20 Jahre her oder 30 oder 40 oder wie alt auch immer du bist, das ist jetzt nicht mehr heute. So. In dem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir sehen uns, wenn du möchtest, gerne bei einem Strategiegespräch und wenn nicht, dann im nächsten Video. Bis dann.